Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute ist der Zoo von der guten Jessica dran. Aber bevor ich jetzt ihren Text von der E-Mail vorlese, muss ich mich erstmal richtig, richtig lieb bei ihr bedanken. Vielen, vielen Dank, Jessica. Sie hat 50 Euro mit bezahlten Gebühren gespendet. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Da habe ich mich wirklich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Und wenn ich jetzt gleich das Ganze vorlese, dann muss ich sozusagen zwei E-Mails vorlesen. Also sie hat einen sehr langen privaten Text erstmal an mich geschrieben mit sehr netten Worten. Also auch dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und mittlerweile hat sie schon, also sie hat am, damit ihr kurz den Stand wisst, sie hat am 24.11. ihren Zoo eingesendet. Mittlerweile ist der 8., als ich das aufnehme, der 8.12., also schon ein bisschen her. Und sie hat schon eine neuere Version von ihrem Zoo wieder eingesendet. Und dort hat sie auch noch was zusätzlich dazu geschrieben. Deswegen werde ich das Ganze für euch jetzt schnell zusammenfassen, damit es hier schnell losgeht. Ich fange mal an zu lesen. Hallo, mein Name ist Jessica und aktuell Planet Zoo süchtig. Mein Zoo soll ein Tundra-Tiger-Bergzoo in Nordamerika werden, unterteilt in Amerika, Asien, Afrika und so weiter. Beinhalten soll es zudem ein Affenhaus, einen botanischen Garten sowie ein Reptilienhaus, in dem jeweils ausgewählte Arten leben, obwohl mein Zoo in Themenkontinente geteilt ist bzw. wird. Im zu sehenden Zoo ist Nordamerika bereits größtenteils fertig, sowie das Affenhaus. Es fehlen aber noch viele, viele Details, wie Brücken, Bepflanzung, etc. pp. Wollte euch aber einige Ideen nicht vorenthalten, die zwar größtenteils eigene sind, aber auch durchaus inspiriert von Mike Shield, Dundee mit seiner Arena oder Workshop-Objekte, wobei ich diese größtenteils nach- bzw. umbaue. Mike Shields? Heißt er nicht Mike Sheets? Checkt ihn auf jeden Fall ab, also wenn ihr Englisch sprachige Planet Zoo-YouTuber sucht, der ist, der kann richtig gut bauen, den kenne ich auch. Mike Sheets heißt er, glaube ich. Und nun wünsche ich euch Inspiration, viel Spaß und sonnige Grüße aus Erlangen, Bayern, eure Jessica. Und in der zweiten E-Mail schreibt sie, so, ich hoffe, du hast meinen Zoo noch nicht aufgezeichnet, in Klammern Jumanji Wildlife, so heißt der Zoo. Passt sogar, weil bald kommt, glaube ich, der zweite Teil davon raus, von Jumanji. Es hat sich jetzt im Update noch vielerlei geändert, darfst du gerne im Video ansprechen. Highlights sind natürlich im Sumpf die Unterwasseraussichts, oh, ich glaube, da fehlt ein Wort, ein richtiges, in Klammern, okay, der Satz ist irgendwie, da hast du dich, glaube ich, vertippt. Vermutlich wirst du sowas nie in Zoos sehen oder zumindest erst das erste Mal in Jumanji. So viel Eigenlob muss sein. Oh, da bin ich gespannt. Also irgendwas mit Unterwasseraussichts kann ich hier rauslesen im Sumpf, klingt schon mal sehr interessant. Darüber hinaus die Gimmicks, gesperrter Aufzug, Mitarbeiterunfall, Bepflanzung bei der Arbeit, gestohlener Fahrradreifen, in Bärengehege geworfener Müll, der Skytrain, die Sumpftour, die Brückengeländer und so weiter und so fort. Und weil du darum gebeten hast, dies mitzuteilen, ich habe wenige Workshop-Objekte benutzt, zudem ist der Zoo geschlossen wegen Performancegründen, ein Mitarbeiter wartet für Teddycam bereits am Eingang, sehr sehr nett, natürlich ist nix fertig, aber ich werde definitiv weiter basteln. So wie du hoffentlich YouTuben. Weiter so. Sehr sympathisch. Vielen, vielen Dank, Jessie. Ich habe mich ja gerade schon, also Grüße schreibt sie dann nochmal in der zweiten E-Mail. Hatten wir aber ja gerade schon. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in dein Jumanji-Zoo. Und da sind wir schon im Jumanji-Zoo. Ich glaube, die letzten Gäste verlassen hier gerade den Zoo. Ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass du den geschlossen hast. Gerade wenn die Performance hier schon stark angekratzt ist. Aber das ist immer ein gutes Zeichen, dass du schon sehr viel gebaut hast. Ja, du hast auch geschrieben, dass du mega viele Stunden schon im Planet Zoo hast. Also ich bin jetzt sehr gespannt, was mich hier erwartet. Die Gimmicks, die du vorhin in der E-Mail erwähnt hast, die habe ich mir links auf dem Bildschirm gezogen. Das gesperrte Aufzug, Mitarbeiterunfall, Bepflanzung bei der Arbeit und sowas. Ich hoffe, das werde ich nämlich alles zu Gesicht bekommen. Deswegen habe ich mir das notiert. Und jetzt betreten wir dein Jumanji Zoo. Okay, das ist awesome. Ein Fahrradverleih. Jumanji Wildlife. Oh mein Gott, ist das ein beeindruckender Eingangsbereich oder ist das beeindruckend? Okay, das ist heftig. Das ist nice. Hier gibt es auch irgendwelche Karten und sowas. Das sind auch so alles so Objekte, die kenne ich gar nicht. Also der Eingangsbereich ist sick. Also sieht richtig gut aus. Richtig coole Idee mit dem Fahrradverleih hier. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh Gott, ich sehe schon im Hintergrund ins. Okay, das wird ein geiler Zoobesuch. Ich freue mich jetzt schon. Und dann diese Planet Zoo-Kugel. Da könnte ich mir übrigens vorstellen, dass sie aus einem Workshop ist. Die habe ich nämlich schon mal so in der Art gesehen.
Ich weiß jetzt nicht, ob du die selber gebaut hast, kann natürlich auch sein, aber kann auch aus dem Workshop sein, diese Kugel. Aber der Eingangsbereich ist richtig cool. Hier kann man auch Rollstühle leihen, wenn man mit älteren Menschen in den Zoo geht. Sehr coole Sache. Und auch diese hängenden Jumanji-Buchstaben. Richtig coole Idee. Und oh, das sieht alles so gut aus, diese Stützen. Richtig cooler Übergang hier auch mit dem normalen Eingangsbereich. Also eine sehr, sehr coole Idee, die du hier hattest. Ja, dieses Schild ist da wahrscheinlich dann wegen den Rollstühlen, ne? Ja, mega cool. Richtig nice. Ich freue mich schon. Ich muss übrigens sagen, dass jedes Mal, wenn ich so einen Zoo besichtige, freue ich mich wie ein kleines Kind. Das ist immer wieder schön. Wir gehen mal rechts lang, Leute. Ich weiß jetzt nicht, wo wir am besten lang gehen. Wir gehen mal hier rein. Und jetzt sind wir im Jumanji Wildlife, heißt er, ne? Jumanji Wildlife Zoo. Bei Jumanji stelle ich mir so ein bisschen diese klassischen Jumanji-Tiere vor, muss ich sagen. So, das Krokodil auf jeden Fall. Oder hinten ist ein Shop. Kann man da hin? Oh, tatsächlich. Okay, hier könnten wir was zu essen holen. Das Krokodil, das Nashorn. Es gibt ja noch die Affen und sowas. Halt diese Standard-Jumanji-Tiere. Hier ist auf jeden Fall kein Eingangsschild. Also ein Eingangs... ist für die Mitarbeiter wahrscheinlich. Das wollte ich sagen. Ich habe gerade die Worte nicht gefunden. Ja, hier sind auch noch nackte Mitarbeitergebäude. Aber dieses Hotel finde ich schön. Aber das hast du wahrscheinlich noch nicht untergebracht, ne? Sieht mega cool aus. Cooler Baustil. Also wenn du es selber gebaut hast, krass. Könnte auch aus dem Workshop sein. Ansonsten solltest du mal deine Objekte auf jeden Fall im Workshop hochladen, weil die sehen richtig gut aus. Und vielleicht solltest du auch mal überlegen, selber Videos aufzunehmen. Also der Eingangsbereich hier, der flasht mich ja schon mal. Richtig nice aus. Okay, hier geht's runter später. Auch eine sehr coole Idee mit den Ranken. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr langer Zoobesuch. Habe ich irgendwie im Gefühl. Aber ich habe noch sehr stabile FPS. Also ich glaube, du hättest ihn nicht mal schließen müssen. Ich habe noch über 50 FPS. Okay, hier hinten ist auch nochmal ein Mitarbeiterbereich mit Hotel. Sehr schön. Dieses Flamingo-Schild. Ah, links oder rechts, Leute? Links oder rechts? Wir gehen mal links runter. Ich gehe meistens, glaube ich, rechts. Hier geht's runter. Und hier ist das erste Gehege. Ein Flamingo-Gehege. Ach, wie schön. Auch das Schild hier, wie cool das platziert ist. Sind so coole Ideen. Hier kann man sitzen. Leider nur gerade keine anderen Besucher da. Gut, die stehen auch teilweise im Weg, ne? Und hier ist dann der Eingang. Hey, kann man hier einfach... Okay, das ist eine coole Idee. Der hält wahrscheinlich die Flamingos auf, weil die Flamingos das als Wand wahrnehmen. Aber die Besucher können da durchlaufen. Und dann ist es sozusagen, dass man so die Seile zur Seite schiebt und kann hier reingehen. Mega nice Idee als Eingang. Finde ich cool. Und hier ist wahrscheinlich noch so ein bisschen Rohbau. Hier warst du wahrscheinlich nicht fertig. Obwohl das ein Unterschlupf ist, ne? Ja doch, hier ist ein Unterschlupf. Okay. Never mind. Aber es sieht hier so kahl aus. Also vielleicht sollte es auch so aussehen. Macht ja nix. Wir haben auf jeden Fall hier ein wunderschönes, begehbares Gehege. Auch hier mit schönen Springbrunnen und so. Sieht man leider nicht ganz so gut gerade, weil es regnet. Aber ich lasse das Wetter mal so. Hört ja auch dazu. Und da hinten planschen die Flamingos. Ist das nicht wunderschön? Sind auch tolle Tiere, ne? Aber ich glaube, die vermehren sich wie die Karnickel. Jetzt auch nochmal ein Springbrunnen. Und so Pfauen sind das, glaube ich, ne? Hier ist so ein schönes Häuschen. Hier kann man sitzen. Hier hat man nochmal einen Mülleimer. Oh mein Gott, du hast sogar die Mülleimer eingebaut im eigenen Stil. Okay, krass. Nicht schlecht. Das Wasser und so ist hier auch super schön gestaltet. Richtig coole Idee. Hier ist nochmal ein Flamingo im Nahen. Tiere sind leider gerade alle ja, im Häuschen, weil es regnet. Bleibt leider nicht aus, denn verstecken die sich ganz gerne. Hier haben die auch nochmal so einen Unterschlupf. Auch sehr cool. Ah, hier hast du diese Technik angewandt, so ein 360-Grad-Gebäude zu bauen. Ja, auch mega nice, ne? Dass du hier nochmal so einen kleinen Unterstand für die gemacht hast, wenn es regnet. Hier sieht auch richtig cool aus. Gute Felsarbeit geleistet hier. Von da oben kann man anscheinend auch runtergucken. Oha, richtig cool. Diese Idee finde ich mega nice mit den Seilen, dass man da so durchgehen kann. Das erinnert mich an diese Vorhänge, die man manchmal vor Türen hat. Aha, da schaut was durch. Aber ist nicht weiter schlimm, sowas passiert. Aber der Weg hier sieht auch schon schön aus, ne? Mit den Blumen, Kakteen und dann so geschlängelt und nicht gerade. Richtig coole Idee. Freue mich gleich, das von oben zu sehen. Weil von hier unten übersieht man leider immer sehr viel. Aber ist auch nice, dass man nochmal von hier oben runter gucken kann. Auf das Gehege. Ist, glaube ich, so ein richtig schöner, großer Platz. Und noch Wasser. Okay, ihr könnt euch auf jeden Fall, glaube ich, auf ein sehr langes Video einstellen. Aber genießt es einfach.
holt euch was zu, also pausiert das Video, holt euch was zu essen, zu trinken und dann besichtigt schön gemeinsam mit mir den Zoo hier. Ich finde das mega cool, dass du hier sogar Kakteen untergebracht hast, die ja eigentlich, obwohl du hast nordamerikanisch hier gebaut, ne? Aber es ist ja, obwohl so ein bisschen Wüste ist das hier schon, ne? Sieht echt auch echt mega cool aus. Du hast halt Kakteen mit solchen Bäumen und Büschen kombiniert und es sieht verdammt gut aus, auch mit Blumen. Das hätte ich nie gedacht. Das hätte ich mich auch nie getraut. Das muss man erstmal hinkriegen, also großen Respekt. Ich bin jetzt schon gehypt von dem Zoo. Es ist sehr vielversprechend hier gerade, was ich hier sehe. Also scheint es wirklich ein Bauprofi zu sein. Guckt euch mal diese Liebe zum Detail an. Man kann sogar hier stehen und sieht einen wunderschönen Springbrunnen. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie viele Stunden du jetzt letztendlich an diesem Zoo gesessen hast. Gehen jetzt mal rechts runter. Ah, hier ist noch ein Flamingo-Gebäude. Ah, du hast das so ein bisschen... Ah, das ist cool, kopiert. Hier ist dann auch nochmal dieses Flamingo... Ach, das, deswegen ist diese Flamingo-Statue da oben. Ah, das ist das Flamingo-Haus, wie cool. Oh mein Gott. Hier sind so viele Details, ich werde so viel übersehen, Leute. Da chillen sie alle. Auf einem Bein! Das ist so awesome. Warum machen die das eigentlich? Dass die so auf einem Bein chillen. Schreibt das auch mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, dann gehen wir mal weiter. Das sieht hier relativ identisch aus. Da ist nochmal ein wunderschöner Springbrunnen. Ding ist, ich kann halt jetzt immer nicht sagen, was aus dem Workshop ist, was nicht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass du so wirklich das meiste selber gebaut hast. Das glaube ich dir tatsächlich auch. Meistens sieht man das nämlich, weil ich klicke auch gerne mal durch den Workshop und kenne deswegen schon einige Elemente. Guck mal, hier ist sogar so ein Auto. So ein Gärtnerauto, mit was Blumen liefert. Hier sind hinten Blumen drauf, so Erdesäcke oder sowas. Hier so ein bisschen Werkzeug, ein Eimer. Richtig cool gemacht. Und dann geht's hier in das nächste Gebäude. Was ist das denn für ein Eingang? Die habe ich auch noch nie gesehen. Und diese Drehtore. Können Besucher da wirklich durchgehen, dass sich das dreht? Könnte ich mir sogar vorstellen. Mega cool. Jetzt sind wir in einer riesigen Halle. Oha. Ich werde mich sowas von verlaufen in deinem Zoo. Ich hätte gerne einen Wegweiser. Wir laufen einfach mal random hier durch. Hier sind die Toiletten. Auch richtig schön versteckt und richtig schön designt. Ich wusste gar nicht, dass man die Farbe ändern kann. Mega nice. So sehen die viel besser aus als sonst. Ha, guck mal hier. Finde den Fehler. Okay, ich glaube, da hast du einfach einen Teil vergessen, ne? Soll ich mal so frei sein? Bin mal so frei, ja? Ich glaube, so gehört das, oder? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Ich glaube, das gehört aber so. Wobei hier in dieser Ecke wahrscheinlich nicht. Okay, ich lasse es lieber. Ich will hier deinen Zoo nicht kaputt machen. Aber hier kann man halt runterfallen. Das ist, glaube ich, nicht so gewollt. Hier geht's nach Amerika. Du hast es ja sehr gut ausgeschildert. Hier geht's nach Asien. Das ist sozusagen hier die große Chill-Lounge, wo man dann essen kann, sich nochmal ausruhen kann und dann nach einer kurzen Pause in den nächsten Bereich kann. Primaten, also geht's wahrscheinlich zu den Affen. Reptilien und Afrika. Ey, das ist so cool gemacht. Mega nice. Hier ist wahrscheinlich auch eine Toilette. Ja, aber hier ist irgendwas mit den Wegen. Ist, glaube ich, schief gelaufen. Aber gut, das passiert. Wahrscheinlich der Männlein, Weiblein unterteilt, oder? Ist es? Ah doch, hier. Männlein, Weiblein. Okay. Hätte ja auch sein können, dass es so Unisex-Toiletten sind. Ist ja auch, glaube ich, ne? Irgendwo. Aber auch cool. Hier hast du diesen Affenbrotbaum. Dann noch andere Bäume. Hier so ein paar Bänke verteilt. Das ist echt so eine große Fläche. Mich würde mal interessieren, wie du die Wege hier untergebaut hast. Sind das die richtige Wegflächen alles? Eigentlich schon, ne? Gut, hier sieht man teilweise die Wege durchblitzen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das hier so sehe, kommt mir ja gerade eine Sache in den Sinn, die mich immer sehr stört an Planet Zoo. Wenn man Wege erhöht baut, dann kann man nicht ausstellen, dass die Bordsteine haben. Und wenn man dann wirklich irgendwas über die Wege machen will, so wie hier, dann hat man entweder den Kompromiss, dass die Bordsteine nicht zu sehen sind und dafür die Füße von den Gästen und Mitarbeitern und sowas im Boden verschwinden. Oder halt, dass man die Bordsteine sieht. Du hast dich auf jeden Fall für die Bordsteine entschieden und deswegen versinken hier die Gäste auch nicht. Ich habe die ganze Zeit das Menü noch an, sorry. Ja, wo gehen wir als erstes hin, Leute? Hier gibt es noch Essen, Trinken, könnten wir uns auch noch holen. Willst ja auch nichts verpassen, du hast hier so viele Details. Geldautomaten, hier noch ein Shop. Hier noch so eine Getränkebar, also... Mein Gott, du hast ja wirklich auf alles geachtet. Holen uns mal einen Chief Beef Burger. Und jetzt gehen wir ab nach Amerika, Leute. Let's go. Erster Themenbereich.
Hier geht's rein. Und wir hören schon die Atmosphäre. What the fuck? Das Boxen? Hier schwebt leider ein Baum. Ich weiß nicht, was hier falsch gelaufen ist. Ist auch irgendwas schief gelaufen. Ah, das kommt wirklich hierher. Das ist ja cool. So Atmosphären-Sound. Da oben. Oh mein Gott. Nordamerika. Mit einem Elch, Hirsch, was auch immer. Aus Stein. Das ist krass. Ich weiß gerade nicht, ob ich den Regen ausstellen sollte oder nicht. Komm, wir stellen den mal aus, Leute. Okay. Ich denke mal, da seid ihr mir nicht böse. Könnt ihr ja später sonst wieder anmachen, wenn das Evo 4 wichtig ist. Aber man übersieht halt leichter Dinge sonst. Auch richtig cool gemacht hier. Ist halt riesig, das Ding. Oh mein Gott. So auf dem, an den Bäumen sogar befestigt. Dann dieser riesige Elch. Sieht aus dem aus. Und auch hier die Baumstämme und so. Hier rechts geht es dann wahrscheinlich zu den Wölfen. Und hier links geht es wahrscheinlich zu den Bären. Gehen erstmal rechts. Ist cool, dass du diese Atmosphärendinger hier gemacht hast. Boah, was ein cooles Geländer. Oh mein Gott. Schaut euch das mal an. Okay, das ist awesome, das Geländer. Hammer. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Aber auch eine krasse Brücke, wo wir hier drauf sind. Was sehen wir denn hier unten? Sind hier die Wölfe drin? Ja. Das sind Wölfe. Welche Wölfe sind denn das? Es gibt, glaube ich, zwei Wolfarten im Spiel, ne? Timberwolf und normaler Wolf. Oder gibt es noch mehr? Ich weiß es nicht. Schau mal. Das ist jetzt ein normaler Wolf, okay. Sogar ein Baby. Oh. Niedlich. Vielleicht kommen wir da auch noch weiter runter. Oh, da sind noch mehr. Die sind sogar schon am Jaulen. Richtig cool. Ach, süß. Ich schließe mal kurz das Fenster hier. Also man hat wirklich eine sehr gute Sicht. Oh, hier sieht man sogar die Düsen durch. Da musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen verstecken. Ist aber ein riesiger Wasserfall, der hier nach unten führt. Hast du sogar ohne Klippen hier gelöst. Und das sieht gar nicht mal so kacke aus. Also ich glaube, mit ein paar Klippen hier wird es sogar noch ein bisschen besser aussehen. Aber das wirst du wahrscheinlich noch machen. Aber es sieht eigentlich schon relativ gut aus. Hier geht auch relativ viel Wasser durch. Und dann hast du hier schon eine Überwachungskamera. Und ein schönes Holzgebäude. Dusnuff Hefo. Nicht füttern. Braucht ein schönes Gebäude hier. Kann man dann auch nochmal runter gucken. Ist auch ein riesiges Gehege, oder? Krass. Hier ist nochmal so ein Fernglas, sozusagen. Womit man dann hier die Mitarbeitergebäude sehen kann. Nee, Quatsch. Oh, da hinten ist auch nochmal ein richtig cooler Wasserfall. Nicht schlecht. Ja, Hammer. Das wird ein Spaß. So, weiter geht's. Hier sind nur Mitarbeiter. Das ist schon ungewohnt, keine Leute zu hören, ne? Findet ihr nicht auch? Aber man sieht deswegen wenigstens mehr. Und es geht dadurch, glaube ich, auch schneller. Gott. Ich hab mich verlaufen. Sumpfboot-Tour. Zentrum. Du hast auf jeden Fall Schilder gemacht. Das ist mega praktisch. Hier geht's zu den Krokodilen wahrscheinlich. Oh nein, Nacht. Was war das denn jetzt? What? Okay, das war verwirrend. Der Tag-Nacht-Wechsel. Hier geht's zu den Crocodiles und hier geht's zu der Sumpfboot-Tour. Das soll wahrscheinlich so ein Segel sein. Uff, gehen wir jetzt erstmal zurück. Ne, wir gehen weiter. Wir gehen mal zu den Crocodiles. Hier ist ein Mitarbeiterweg. Selbst hier hast du dir ja Mühe gegeben mit einer Brücke. Nicht schlecht. Und hier geht's rüber. Auch wieder ein cooles Geländer hier. Das ist echt coole Geländer-Styles. Das ist die Sumpfboot-Tour. Da freue ich mich ja schon drauf. Hier sind die Krokodile. Da geht sogar die Sumpfboot-Tour durch. Müssten... Ja, Leistenkrokodile sind das. Ich finde das mega cool mit dieser Atmosphäre. Mit diesen Boxen. Oh mein Gott, ist das ein Krokodilkopf? Wie cool. Wir laufen gerade durch ein Krokodil durch. Also du sollst definitiv YouTube-Videos machen. Das ist ja so cool alles. Falls du das alles selber gebaut hast, ne? Du hast ja gesagt, teilweise sind Sachen schon aus dem Workshop. Aber es ist schon awesome. Hier ist auch nochmal ein Krokodilschädel. Dann gibt es hier vorne. Gibt es sogar nochmal Essen, Trinken, eine kleine Erfrischung.
Und dann kann man die Krokodile von ganz nah begutachten. Von hier, beim Fressen. Auch mal durch die Scheibe. Ich dachte gerade, er will uns fressen. Sah ein bisschen so aus. Aber die können ja wirklich sprinten, die Dinger, ne? So ganz kurze Distanzen. Habe ich schon mal gehört. Aber Hammer, ne? Hier, wie man, was man hier für eine Aussicht hat. Kann man so beim Fußballspielen zugucken. Richtig cool. Dann auch mit den Snacks. Wie geht's denn hier hin? Ist das unter Wasser? Nee, was sind wir denn hier? Ja, das verstehe ich nicht. Irgendwann Krokodilschild. Sind wir hier unter Wasser? Wir sind unter Wasser, oder? Ja, das stimmt, das Wasser über uns. Ja, wie hast du das denn hingekriegt? Dass da oben Wasser ist. Und da ist auch ein Krokodil. Okay, das... Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Dass man hier drin dann kein Wasser hat. Man kann sie halt hier von unten echt beobachten. Awesome. Hammer, nice. Kannst ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Kein Plan. Das habe ich ja im letzten Zoo auch gehabt, da wusste ich es auch nicht. Okay, das ist richtig cool, wie man die hier beobachten kann. Ah, wir gehen weiter. Ich könnte wirklich stundenlang verbringen. Aber wir wollen ja noch mehr sehen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verlaufen. Nee, durch den Krokodilskopf zurück. Und dann geht's weiter. Sehr praktisch, dass du ausgeschildert hast. Wir dürfen die Bären nicht vergessen, da müssen wir auch noch hin. Wir gehen jetzt erstmal, hier ist ein Mitarbeiterweg. Oh, hier ist ein Spielplatz. Ist das selbst gebaut? Tatsächlich, das ist eine Rutsche selber gebaut. Das ist ja richtig cool. Schaukeln, rutschen. Alter Schwede. Nicht schlecht. Hier hast du dann nochmal eine ganz tolle Toilette gebaut, im ganz tollen Stil. Handicap-Zug. Oh, du hast sogar an Rollstuhlfahrer gedacht. Alter. Ich bin gerade so geflasht, ne? Fahren wir erstmal die Sumpfboot-Tour? Ja, komm. Let's go, Leute. Ich finde es gerade schade, dass hier nicht so viel Musik ist, aber ich werde für euch einfach Musik im Hintergrund im Video einfügen, so ein bisschen passende Musik, damit es ein bisschen atmosphärischer ist, weil ich das gerade echt genieße hier. Fahrgeschäftskommando. Ich möchte gerne ein Boot nehmen, was... Oh nein. Ich habe Mist gebaut. So, sorry dafür, Leute. Jetzt sind wir im Boot hier und jetzt geht's weiter. Wir können hier auf jeden Fall die Perspektiven ordentlich durchschalten. Gott, was ist das für eine Perspektive? Hier von vorne und sowas können wir sehen, aber ich würde fast sagen, dass wir die Außenperspektive nehmen. Also die hier, da können wir nämlich auch so ein bisschen drehen. Da sieht man meistens am meisten. Wir können auch von innen gucken, wie ein wirklichen Gast. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Können wir den Sitz wechseln? Ja, tatsächlich. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde, da sieht man nicht so viel. Mit Kinoperspektive. Ich glaube, wir machen das hier. Ich denke mal, damit seid ihr einverstanden. Und dann sehen wir ein bisschen mehr von dem, was du hier geschaffen hast. Oh, wie cool. Da hinten ist so ein Zelt, Zelte mit einem Lagerfeuer. Da ist eine Scheune, eine richtig coole. Die Bisons laufen da. Richtig nice. Da ist sogar ein Schiff, was du da gebaut hast. Und dieser riesige Wasserfall mit einer Brücke hier oben. Ich frage mich, ob man da rüber kann, aber ich glaube, hier hast du noch nicht gebaut. Ich weiß es nicht. Da sieht man da schön die Bisons. Die ist schon sehr atmosphärisch. Ich glaube, hier bist du auch noch nicht fertig mit dem Berg, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Oh, jetzt habe ich den gar nicht erwähnt. Hier habt ihr diesen schönen Bison da gerade gesehen, aus Felsen. Mega nice. Oh, da ist das Krokodil. Hier sieht man das. Oh, das, Leute, das werden wir uns gleich alles noch am Ende von oben angucken. Beziehungsweise wir können auch immer erst die Bereiche einmal ablaufen und dann von oben anschauen nochmal, damit man das nicht so vergisst. Und dann in den nächsten Bereich einfach gehen. Ich denke mal, das ist eine gute Lösung. Ihr habt euch ja hoffentlich schon darauf eingestellt, dass das ein langer Zoobesuch wird. Finde ich sehr cool, dass ihr wirklich eine gute Sumpfoptik hingekriegt. Guckt euch das mal an hier. Viel Wasser und dann immer so ab und zu Gras zwischen. Sieht schon sehr sumpfig aus. Ich glaube, wir fahren gerade unter dem Schwanz oder Schweif von dem Crocodile durch. Mega cool. Das kommt schon wirklich Sumpf-Feeling rüber. Oh, hier geht es dann durch einen Zaun einmal. Konntest du wahrscheinlich nicht anders lösen. Aber es macht ja nichts. Bin ich jetzt halb so wild. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Krokodilen. Beziehungsweise das ganze Gehege. War das die Krokodile? Nee, wir sind gerade erst reingefahren, ne? Wir haben gerade die Bisons gesehen. Und jetzt sind wir hier, wo wir vorhin schon waren, mit den Krokodilen.
Ich hoffe, die kommen jetzt hier auch mal in die Nähe. So ein bisschen. Da sind sie da hinten. Dafür könnt ihr sehen. Könnt jetzt auch mal kurz in die Ego-Perspektive gehen und gucken. Ja, aus der kann man die besser beobachten. Da seht ihr sie da hinten. Boah. Okay, ne, ich gehe wieder in die andere Perspektive, Leute. Das ist, glaube ich, für euch angenehmer zum Zuschauen. Krokodile haben wir ja gerade schon gesehen. Oh, hier ist es anders gelöst mit dem Zaun. Vielleicht ist es da vorne einfach übersehen. Dann geht es hier nochmal unter der Brücke durch. Coole Geländer, also wirklich. Gerade so. Das Boot streift sogar ganz leicht die Brücke. Und das war's schon, okay. Das heißt, wir haben die Bisons gesehen und die Krokodile. Das war die wilde Flussfahrt. Jetzt kommen wir hier wieder an und ich würde sagen, wir zaubern uns mal ganz kurz hier ein Mitarbeiter hin. Und das habe ich jetzt schon häufig gezeigt, wenn ihr wissen wollt, wie ihr in diese Perspektive kommt. Mitarbeiter nehmen, Ticket Cam. Und zack, seid ihr in der Perspektive. G drücken, um das HUD auszublenden. Und schon könnt ihr als Besucher durch den Park gehen. Dann nochmal Mülleimer. Ah, ne, eine Spendenbox. Da kann man dann im Nachhinein Spenden reinschmeißen, wenn man glücklich war damit. Auch echt cool gemacht, mit viel Liebe zum Detail. Und weiter geht's. Ah, hier sehen wir nochmal den Bison. Richtig cool. Hier ist nochmal ein Rollstuhl, Geldautomaten. Was ist denn das hier eigentlich jetzt? Handicap-Zugang. Das verstehen? Zentrum Bahnhof. Gott, ich würde mich so verlaufen. Hier geht's zu den Wölfen. Da oben geht's zu... Weiß ich auch nicht, aber es sieht so aus, als wenn der Rollstuhlfahrer gesnackt wird von dem... was auch immer es ist. Okay, hier kann man nochmal die Bisons angucken, die haben wir vorhin schon gesehen. Oh, das sind Bison-Babys, die habe ich ja noch nie gesehen. Oh mein Gott, sind die süß. Ich will da eigentlich mal eben hin. So. Guck mal, die kleinen Hörnchen da. Süß. Alter, du hast sogar hier drin das Ding gestaltet. Heftig. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Das ist schon awesome. Gehen wir nochmal da vorne hin. Da ist nochmal der Bison. Hier ist dann das Boot. Und hier ist nochmal... Ey, du hast so viele Details hier eingebaut. Ein richtig schöner Wasserfall. Dann hier noch ein Boot selber gebaut. Hammer. Richtig cool. Da kriegt man richtig Lust, Planet Zoo zu spielen, wenn man das sieht. Chief Beef. Hier müsste es eigentlich Bison-Burger geben. An dem Laden. Das wäre perfekt. Okay, weiter geht's. Wir sind immer noch beim ersten Bereich. Ich weiß nicht, wie lange das Video schon ist. Mal gucken. Geht's denn hier hin? Ich glaube, ich will erstmal da hoch. Hier hast du nochmal so ein paar Ferngläser gebaut, dass man auf die Bisons gucken kann. Richtig cool. Hier ist nochmal so ein kleine Chill-Area. Oh, mit einem View auf das Gehege hier. Ich weiß leider nicht, welche Tiere da drin sind. Wollen wir mal eben reinsneaken. Mal schauen. Auf jeden Fall Tiere, die Schnee leben drin. Mit Klettern und so weiter. Aber ich sehe keine Tiere. Hallo? Tierchen. Okay, na, aber meint, wir gehen wieder zurück und schauen mal gleich, ob wir die noch zu Gesicht bekommen. Hier ist auf jeden Fall die erste Viewing Area sozusagen auf den Schlafplatz von dem Gehege hier. Da steht aber auch nicht, welche Tiere das sind, leider. Geh mal hier weiter. Hier geht es nämlich noch weiter. Hier kann man das nämlich auch perfekt sehen, das Gehege. Aber ich sehe keine Tiere da drin. Hast du das vielleicht noch nicht? Hier sind auch die Bildschirme aus. Ich glaube, hier soll noch irgendwas reinkommen. Kann das sein? Ich glaube, du hast hier die Tiere noch nicht drin. Ich muss mal gucken hier mit den Düsen nochmal ein bisschen. Weil die sieht man leider. Teilweise immer schwer mit den Düsen, ich weiß, aber ich finde, das macht so ein bisschen die Optik kaputt. Mein Gott. Schön, dass hier aussieht. Sieht man halt alles von außen gar nicht, das werde ich später alles bemerken. Okay, das Gehege hast du auf jeden Fall noch nicht besiedelt, so wie es aussieht. Auch hier oben das Dach. Oh mein Gott. Guck euch das mal an. Fällt einem halt alles gar nicht aus Besucherperspektive. Okay, jetzt sind wir hier oben. Hier kann man dann nochmal aufs Gehege schauen. Junge. Also jedes Gehege kann man wirklich
richtig gut begutachten. Hier überall solche Gläser drin, dann kann man nochmal hier hochgehen. Hier ist sogar ein Schneemann. Awesome. Also das ist wirklich mit Abstand der beste Zoo, den ich je gesehen habe. Sogar auf Videos. Also ich habe noch keinen Zoo gesehen, der besser aussieht, wenn ich ehrlich bin. Richtig cool. Du bist auch schon super weit. Geht's denn noch weiter? Ich habe mich mega verlaufen. Bin ich ganz ehrlich. Nochmal ein Schneemann. Cool. Okay, hier sind Bären drin, so wie es aussieht. Ich sehe leider nur Ködel. Die kann man aber auch sehen von hier. Ah, Bären. Sehr schön. Auch wunderschön. Ich weiß nicht, welche Bären. Das sind wahrscheinlich Grizzlies, ne? Ich wage mal eben einen Blick. Grizzlybär, ja. Ich komme bei sowas auch schnell durcheinander, deswegen will ich euch keine Fehlinfos geben. Weil ich hätte das sogar wahrscheinlich nachgucken können. What the? Bären bitte nicht anleihen, oder was? Okay. Ich habe jetzt auch noch gar nicht auf diese ganzen Details da geachtet. Ich hoffe, ich übersehe die nicht, aber bin gerade auch echt geflasht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hast du auch echt schön hier gemacht, hier alles. Mit dem Einbauen in die Felswand. Dann ab und zu Schilder dazwischen, Bänke platziert und sowas. Und richtig schöne Gehegegestaltung. Guckt euch das an, ey. Selbst diese Schilder und sowas, das sieht alles so gut schon aus. Ey, das, da hast du doch so viele Tage dran gesessen. Hammer, ey. Wirklich. Aber traut euch trotzdem gerne weiter Zoos einzuschicken, auch wenn dieser jetzt überkrass ist. Also man sieht schon, dass du an einigen Stellen noch nicht ganz fertig bist und so. Da wirst du wahrscheinlich noch mehr Details einbauen. Aber es sieht schon so gut aus. Und ich feiere das einfach, wie viel Liebe du ins Detail hier investiert hast. Wir sind jetzt übrigens bei den Bären hier wieder durch. Ich glaube, wir haben jetzt einen Rundgang sozusagen durch Nordamerika geschafft. Erfolgreich kann das sein. Hier geht es nämlich zurück zu dem Aussichtsdings. Ich würde mal sagen, wir verlassen mal kurz die Sicht hier. Schauen uns mal den Eingangsbereich, können wir uns eigentlich auch schon mal einmal anschauen. Hier waren wir ja vorhin schon. Das ist sozusagen hier der Eingangsbereich, wo es dann in Jumanji Wildlife geht. Hier ist dann diese Planet Zoo Kugel, diese grüne. Die kann gut sein, dass die aus dem Workshop ist. Hier sieht man dann diesen wundervollen Platz, den du gebaut hast, mit den zwei Flamingo-Gehegen. Richtig cool aus. Sind die Flamingos vielleicht auch mal draußen? Ja. Sind irgendwie auch alle versteckt. Auch hier sind nur ein paar. Die chillen hier so ein bisschen. Können Flamingos eigentlich fliegen? Also so ein bisschen fliegen zumindest. Ich weiß es gar nicht. Die müssen sich ja irgendwie verteidigen, oder? Oder wegfliegen halt. Also in echt können die bestimmt fliegen, oder? In Zoos sind bestimmt nur die Flügel gestutzt. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ansonsten? So, dann schauen wir uns mal North America an. Sieht echt cool aus. Hier ist diese, das Wolfgehege und diese Brücke. Auch ein sehr schönes Dach, was du hier gebaut hast. Mega cool aus. Hier geht es nochmal in einen Unterschlupf. Ja, das haben wir gar nicht gesehen, oder? Ach doch, hier waren wir, oder? Doch, ich meine, hier waren wir. Da nochmal so ein Mitarbeiterfahrzeug. Ich sag euch das, Leute. Ich werde mich 10-mal verlaufen. Aber richtig schöner Nordamerika-Bereich. Bis jetzt. Okay, hier sind wir dann rübergegangen. Dann waren wir hier vorne. Hier seht ihr das Krokodil jetzt einmal. Wir sind tatsächlich unter dem Schweif sozusagen durchgefahren. Richtig cool, ne? So einen Eingang zu machen in ein Krokodilmaul. Und hier außen geht dann die Fahrt lang. Ist auch voll großes Gehege. Das sind ja wahrscheinlich Mitarbeiterwege, ne? Kann das sein? Einfach, dass die Mitarbeiter da überall hingehen können. So ist es wahrscheinlich gedacht. Okay. Die Brücke sind wir ja nicht rübergegangen. Aber ich finde es cool, dass du hier trotzdem so Brücken und so gebaut hast für die Mitarbeiter. Okay. Hier war der Spielplatz. Hier war das coole Bison-Gehege. Boah, das, wie cool das hier mit den Steinen aussieht. Sieht auch nice aus. Als ob die da alle so reingekippt wurden. So wie es teilweise immer am Stränden und Kanälen und sowas ist. Kennt das sicherlich. Nur der Bison. Ist dieses tolle Boot. Dieser krasse Wasserfall. Mit nochmal so einer Brücke hier oben. Die auch awesome aussieht.
Also die könnte man auch so benutzen, diese Brücke. Was sind denn das hier für so Bambus-Dinger? Ah, lol, okay. Ja, Hammer, ey. Wasser fließt hier einmal komplett lang. Was passiert jetzt wieder? Tag-Nacht-Wechsel ist am Start. Und hier fließt sozusagen das Wasser raus. Das ist so ein Staudamm-mäßig. Sieht das so ein bisschen aus. Auch richtig cool. Hier bist du aber auch noch nicht fertig. Das wirst du wahrscheinlich noch alles gestalten irgendwann. Darfst den Zug gerne nochmal einschicken, wenn du fertig bist irgendwann damit. Was war denn hier? Ach, das war hier dieses sumpfige Gebiet. Sieht auch mega nice aus. Sieht aus wie ein richtig cooler Sumpf. Hier unten geht's noch weiter. Da war das Wolf-Dings. Dann sind wir hier oben lang gegangen. Hier geht's dann in den Schneebereich. Das war das leere Gehege. Auch hier hast du einen richtig coolen Wasserfall gebaut, vom Stil her. Muss man einfach sagen. Wasser fließt dann da unten rein. Ich weiß gar nicht, ob es da wieder rauskommt. Nee, ich glaube nicht. Da verschwindet das. Ach doch, das soll... Okay, ich verstehe. Das soll sozusagen hier reinfließen. Dann fließt das hier durch und kommt hier wieder raus. Also hast du dir auch was beigedacht. Die sind sogar so Auffangnetze an dem Wegrand. Junge, und das ist das kaputte Fahrrad. Wir haben ein Highlight gefunden, Leute. Der hat nämlich geschrieben, gestohlener Fahrradreifen. Der war wahrscheinlich irgendwo gestohlen und wir haben ihn gefunden. Der wurde hier reingeschmissen. Richtig cool. Und hier ist auch noch irgendeine andere Sache reingefallen. Und hier sind die Bären. Das sind sogar Babys gerade. Ach, wie süß. Der chattet nur gerade sehr. Man sieht sie leider nicht so gut. Ja, cool. Wir haben ein Highlight gefunden. Da bin ich sehr froh und stolz. Auch hier richtig cool gestaltet mit den ganzen Übergängen. Junge, 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 Junge. Also richtig, richtig cool und krass. Wir gehen weiter. Ich glaube, wir haben hier nichts übersehen. Falls ja, sei mir bitte nicht böse. Wir brauchen jetzt mal eben hier einen Mitarbeiter. Da vorne, den snacken wir uns. Und den nehmen wir Ticketcam und dann geht's in den nächsten Bereich. Also ich glaube, die anderen Bereiche werden aber noch nicht so krass groß sein, könnte ich mir vorstellen. Weil ich glaube, du hattest ja in der E-Mail geschrieben, dass das dein erster Bereich war. Okay, Asien. Asien gibt es wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Ne, hier ist nur ein Anfang. Okay, hier bist du noch nicht fertig. Hier soll dann irgendwann mal ein Zug hinkommen, aber man sieht schon, dass hier ein cooles Dach gebaut wird. Sehr nice. Was denn für ein Gesumme? Okay, nächster Bereich gehen wir nach zu den Reptilien. Das klingt doch gut, Leute, oder? Gibt es hier schon irgendwas? Ne, sieht auch noch nicht fertig aus. Ist aber gut, dass wir die jetzt schon mal abhaken, hier die nicht fertigen Bereiche. Aber hier ist auf jeden Fall ein Mitarbeiterunfall passiert. Ich glaube, das war auch Mitarbeiterunfall. Ja, das war auch eins von den Sachen, die wir entdecken sollten. Aber hier ist es noch alles relativ unfertig. Da geht's rein. Wir gehen aber erstmal hier oben hoch. Was ist das? Soll das sowas wie ein Lift sein? Ich glaube, das soll so ein Lift sein, der runter und hoch fährt für die Rollstühle. Oder? Oh, was habe ich jetzt gemacht? Okay, dafür. Irgendwie verklickt gerade. Ja, das soll so ein Lift sein, auf jeden Fall. Gorilla Stage. Guck mal die Brücke hier an. What the fuck? Da ist noch so ein Dings. Oh, hier ist die Tribüne, die sie angesprochen hat. Die, wo ich sie inspiriert habe. Aber jetzt bin ich stolz auf mich, dass ich so eine gute Bauerin wie dich noch inspirieren konnte. Aber du inspirierst mich gerade auch mega. Was zur Hölle ist das? Das alles Einzelteile? Oh mein Gott. Einfach ein Gorilla-Kopf aus Einzelteilen. 500 Objekte, kein Problem. Hier soll dann wahrscheinlich eine Gorilla-Show irgendwann stattfinden. Ich verstehe. Auf jeden Fall die Tribüne dafür. Dann ist auch noch irgendwas. Was ist denn hier? Ach, hier ist nochmal so eine Bahn. Aber der Bereich ist halt noch relativ unfertig. So ein North America war da schon fertiger. Ich finde es aber cool, so eine Show hier zu haben. Mit einer Tribüne, wo dann die Leute sitzen können. Jetzt, glaube ich, nochmal zurück ein Stück. Das ist alles so riesig. Schneller laufen kann ich nicht, ne? Nee. Und jetzt gehen wir mal eben einmal hier rein. Hier sind auch noch die Bildschirme aus. Also ich glaube, das ist noch relativ unfertig. Jetzt hier hin.
Genau, hier ist dann nochmal so eine Viewing Area. Okay, hier soll auf jeden Fall nochmal ein cooles Gehege hinkommen. Man sieht schon, in welche Richtung das gehen soll. Richtig, richtig nice. Dann können wir nämlich auch wieder weiter. Ich hätte vielleicht erst abbiegen sollen, dann hätte ich nicht zurücklaufen sollen. Aber kann man halt vorher nie wissen, ne? Wo es dann letztendlich weitergeht und wo nicht. Hier soll dann diese coole Gorilla-Show stattfinden. Dann geht es hier in eine Fahrt über, beziehungsweise auch zu Fuß weiter. Ich weiß gar nicht, ob man die Fahrt schon fahren kann. Die sieht noch so unfertig aus. Ich glaube, das würde ja auch grün leuchten, wenn die fertig wäre. Beziehungsweise, dass sie wahrscheinlich alle auf Testfahrt, weil keine Gäste da sind, ne? Hier unten ist nochmal ein Zug. Okay, da sind nochmal so ein paar Mitarbeitergebäude. Hier geht's auch nochmal rein. Nochmal essen und so. Auch hier richtig schön die Stimmung. Und nochmal ein Spielplatz. Mit einer Rutsche, wo man erstmal jumpt, ey. Oh mein Gott. Da muss man sein Kind auffangen. Aber auch richtig cool, ne? Mit so Wippen. Sogar mit Reifen versenkt. Da hast du ein Auto einfach genommen, umgedreht und versenkt. Seht ihr das? Hier vorne sieht man den Rest vom Auto. Hammer. Coole Idee. Oh, das schwebt hier ein bisschen, aber das passiert. Schaukeln. Und hier sind nochmal Toiletten. Hier ist nochmal ein Fahrrad. Und da kommt sogar so eine Gondel angefahren. Ich weiß nicht, ob wir damit fahren sollten. Gorilla Show, Skytour, Bahnhof. Komm, wir fahren mal mit der Skytour. Gerade da. Let's go. Oh nein, sie haut gerade ab. Bleib hier. Wir fahren damit. Ist das die richtige? Ja, das ist die richtige. Okay. Mal gucken, wie die Sicht von hier ist. Okay, die Sicht ist nicht so nice. Wir gehen auf jeden Fall in die andere Kamera. In die hier. Wäre schon fast wie so eine Achterbahnfahrt. Echt gruselig, so eine Gondel, ne? Wo geht's denn jetzt hier hin? Oder müssen wir da drin jetzt wirklich in die Ego-Perspektive gehen? Ne, die Sicht ist ganz schrecklich, finde ich. Okay, hier geht's noch so ein bisschen durch die Wand. Hier ist dann die nächste Station, okay. Oh, okay, das war schon. Okay, dann steigen wir hier sozusagen wieder aus. Und sind wahrscheinlich dann hier oben gewesen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Nee. Hä, wo sind wir denn gerade? Ach, das war gar nicht das Gebäude. Wir schauen nochmal eben von oben. Passt schon. Also hier waren wir gerade. Waren wir hier vorne drin? Kein blassen Schimmer. Ich glaube noch nicht. Hier ist auch noch irgendwas geplant. Ist auch noch unfertig. Hier waren wir gerade drin. Okay, diese Tür haben wir vergessen. Also hier soll ein Gehege hinkommen. Hier soll ein Gehege hinkommen. Hier vorne kommt dann die Gorilla-Show hin. Hier unten sind dann nochmal so ein paar Gästebereiche. Hier geht dann diese Sky-Show los. Hier ist sogar das nächste Gehege. Ich glaube, das ist sogar fertig. Aber dann würde ich sagen, machen wir hier weiter an dieser Stelle, ne? Also sorry für den kurzen Cut. Weiter geht's. Wir sind jetzt hier vorne. Und gehen mal hier in das nächste Gehege rein, durch dieses Drehtor. Ich frage mich echt, ob die Besucher dieses Drehtor benutzen, wirklich. Kann ich mir mal vorstellen. Auf jeden Fall auch wieder cooler Sound. Und ich glaube, wir sollen ein richtig nice Affengehege kommen. Und die Affen können sogar hier hochklettern und da reingehen. Das sind sogar Affen. Nee, das ist eine Gondel, fährt da gerade. Okay. Mega nice. Oh, guckt euch mal dieses Kletterparadies an. Hier oben an den Bäumen befestigt, so runde Dinger. Und dann könnt ihr hier über diese interessante Brücke gehen. Oh, ist cool. Das ist ja richtig so Dschungeloptik hier. Und hier geht es dann in den Innenbereich, glaube ich. Da, wo die auch genau oben reinklettern konnten. Hier kommen sie dann rein, sozusagen. Ist aber auch leider noch keine, sind noch keine Tiere am Start. Aber ist schon awesome. Schade, dass die Tiere noch nicht da sind. Aber man kann ja auch nicht alles verlangen, ne? Okay, hier scheinen Tiere zu sein. Katas. Hier ist nämlich das nächste begehbare Gehege. Wo sind sie denn? Hallo? Katas. Auf jeden Fall sind auf den Schildern Katas abgebildet. Oh, Hammer aus, ne? Awesome. Hammer. Hast du sogar einen Hi! Na du Kleiner? Sich versteckt, wa? Oh, da ist noch einer. Ist ein Baby, oder? Oh,
Schade, dass die nicht auf meine Schulter springen können. Würde ich so mit nach Hause nehmen. Richtig cool hier, so ein Cutterkopf, sogar mit so einem Schwanz hinten noch. Und hier ist der Mitarbeitereingang. Auch sehr versteckt. Cool, und die können auch hier oben reinkrabbeln und sowas. Das scheint hier das Primatenhaus zu sein, oder? Sind wir da jetzt von... Sind wir von allgemeinen Primaten gegangen? Ich glaube, wir sind in Reptilien gegangen, kann das sein? Ich weiß es nicht, Leute. Da ist noch einer. Auch richtig schön hier, dieses Wasserbecken hier an der Stelle. Das Wasser tropft sozusagen von dem Stein runter. Finde ich eine coole Idee. So, was war das? Lemuren oder Katadose. Cool. Exit. Alles klar. Wir gehen aber nochmal rein. Hier waren wir gerade, okay. Ich habe mich doch 100% schon wieder so verlaufen. Hier kann man die Katas dann nochmal von innen beobachten. Ist ja cool, dass man das so alles begehen kann. Hier ist leider noch nichts drin. Hier war leider auch noch nichts drin. Aber man sieht schon, hier werden viele Affen noch reinkommen. Ey, du musst den unbedingt nochmal eins schicken, wenn er fertig ist. Richtig cool. Also bin ich jetzt? Jetzt bin ich hier wieder beim Exit. Auch richtig schöner Exit-Bereich. Kann man hier rüberlaufen? Das ist eine... Keine Ahnung. Aber guckt euch diesen Eingangsbereich an. Primaten. Ist das nicht wundervoll? Oben ist auch ein Gorilla drauf. Richtig schön und cool. Nice. Jetzt geht's, glaube ich, wieder in die Eingangshalle. Das Gefühl, ich habe mich voll verlaufen. Bin ich von hier reingegangen? Oder bin ich hier reingegangen? Nee. Hä? Afrika war ich noch nicht. Ich bin doch hier von reingegangen, oder? Ja, von hier. Ich bin jetzt einmal da quer durchgelaufen, habe ich das Gefühl. Also Primaten haben wir jetzt, glaube ich, auch abgeschlossen. Hier ist der Eingang. Das heißt, jetzt fehlt nur noch Afrika. Oh, Afrika ist noch nicht fertig. Ah, okay. Ich glaube, wir sind durch. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen. Wir können jetzt nochmal in die Außenperspektive gehen, Leute. Und dann checken wir das Ganze nochmal aus, ob ich was übersehen habe. Aber man sieht schon wirklich, in welchen Bereich das so gehen soll. Und Hammer, also wirklich, wir haben direkt den ersten Bereich, den wir ausgewählt haben, war sogar der komplett, oder der fertigste Bereich, komplett fertig wahrscheinlich auch noch nicht. Ja, richtig krass, also das hat mich wirklich inspiriert. Ich habe wieder richtig Bock, Planet Zoo zu spielen nach diesem Zoobesuch hier. Richtig mega nice. Zentrum Jumanji Wildlife. Ich glaube, wir haben echt nichts verpasst. Wir sind gerade hier rausgegangen, dann sind wir hier rumgegangen. Hier waren wir, das hatten wir alles. Oh, die Dächer habe ich gar nicht bemerkt. Selbst hier die Dächer, hast du dir sowas Cooles einfallen lassen? So Segel oder so, ja, kann man Segel nennen, ne? Also man sieht auf jeden Fall mega gut, in welche Richtung das gehen soll. Das ist das Eingangshaus und hier kommt man dann sozusagen in das Primatenhaus. Hier soll dann die Gorilla-Show hinkommen. Hier sind dann noch etliche andere Gehege, wo Affen sozusagen drin sein können. Und hier oben soll dann auch mal irgendwas Cooles noch hinkommen. Also hier ist ja so dann so eine Station. Hier ist eine Plattform, da bin ich gar nicht drauf gegangen vorhin. Oh, hier kann man einfach den Zoo dann nochmal genießen. Eine kleine Sky-Plattform. Ich guck gerade bei diesen Highlights, ob ich was übersehen habe. Ich glaube, ich habe echt alle gesehen. Nee, einen gesperrten Aufzug habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube, die meisten Sachen habe ich gesehen. Da hinten stehen sogar noch einige Objekte rum. Aber man sieht echt schon gut, in welche Richtung das gehen soll. Okay, das habe ich gesehen. Hotel finde ich auch mega nice. Ja, das war's, glaube ich, ne? Ich glaube, wir sind soweit durch. Oh nein, kurz vor der Inzucht. Ja, shit happens. Wir spionieren dich nochmal kurz hier aus, was hier so rumsteht. Ein Frosch. Schildkröten sind die auch aus einzelnen Objekten. Oh mein Gott. Ich kann mir vorstellen, dass das teilweise auch Workshop-Objekte sind hier. Red-Eyed Tree Frog Statue. Aber das finde ich auch gar nicht schlimm, wenn man sowas als aus dem Workshop sich holt. Solche Statuen und so, finde ich absolut nicht schlimm. Ansonsten würde man einfach Ewigkeiten an Sachen sitzen. Wenn man alles selber baut, Leute, dann wird man nie fertig. Ich finde das völlig in Ordnung, wenn man sich ab und zu so ein paar Sachen aus dem Workshop holt. Man kann die dann ja auch abändern oder anpassen und sowas. Dann ist das schon mega in Ordnung. Aber ich muss wirklich sagen, der Zoo an sich, richtig cool. Oh, hier ist nochmal so eine Schlange. Oder was soll das sein? Ich glaube schon, ne? Eine Spinne. Immer so eine coole... Urwaldbrücke. Krass, ey. Oh, was ist das denn? Das ist so Kletterzeugs, oder? Oder soll das ein Spielplatz sein? Das ist ein Spielplatz. Guck mal, hier ist eine Wippe. Wie ist das denn? Auch hier mega coole Idee. Das sind solche,
diese Gießkannen-Dinger, die haben sich einfach umgedreht. Für die Reifen hier vorne. Ja, das sind so Spielplatzobjekte. Und hier nochmal eine coole Hängebrücke. Awesome. Hier ist nochmal eine Hängebrücke. Nochmal eine Brücke. Also hier sind schon coole Designs bei. Und hier sind schon mal die ersten Anfänge für Asien. Die ersten Objekte. Ah, das kenne ich sogar. Das hast du dir aus diesem einen Objekt, diesem Panda-Gehege rauskopiert. Ich glaube, beide Gebäude hier. Das hier ist so ein bisschen indisch. Sieht aber auch cool aus, der Palast. Wahrscheinlich hier alles Workshop-Objekte, ne? Oh, das ist eine Sonnenuhr. Cool. Okay. Ansonsten haben wir, glaube ich, alles, Leute. Und ja, ich würde sagen, das war ein richtig cooler Zoo. Jesse war der Name, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Darfst du mir gerne wieder einsenden, wenn die anderen Bereiche auch soweit fertig waren. Ich hatte richtig viel Spaß und Freude in deinem Zoo. War richtig awesome. Schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr den Zoo fandet und ob ihr wollt, dass die Jessie den weiterbaut und nochmal einschickt. Wollt ihr sicherlich. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, dann könnt ihr gerne unten in die Videobeschreibung schauen. Da stehen alle Infos dazu. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.